45 Minuten sind gespielt hier im Zürcher letzten Runde 0-0 gegen die Berner Young Boys. Und bei mir ist jetzt ganz ein spezieller Gast. Schön, dass er wieder mal da ist, der Hannu Tiinen. Ist das schön oder nicht? Ist das schön oder nicht? Wie sehr vermisst du das? Oh, das ist doch schön. Südkurve, vielen Dank. Super. Du genießt ein paar freie Tage hier in der Schweiz. Wie viel bist du in der Schweiz? Wie sehr sind deine Kontakte noch nach Zürich? Wir waren eine ganze Familie, eine Woche in Lenzerheide, Skiferien. Weißt du, in Finnland haben wir Skiferien auch. Und natürlich haben wir ganz viele Kontakte immer noch in Zürich. Wie sehr verfolgst du den FCZ? Ganz viel. Eigentlich seit 2011, wenn wir zurück nach Finnland gegangen sind, fast jeden Monat. Natürlich die Resultate, aber auch die Highlights probiere so viel wie möglich auch im Internet zu schauen. Natürlich live, die Spiele sind ein wenig schwierig in Finnland zu folgen, aber sonst weiß ich natürlich ganz viel. Dein Nationalmannschaftskollege Sami Hyypiä ist mittlerweile Trainer hier. Wie viel Kontakt hast du mit ihm? Mit Sami vielleicht 2-3-4 Mal letzten Herbst zum Beispiel. Wir haben zusammen 10 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und deswegen kennen wir miteinander ganz, ganz gut. Du bist mittlerweile technischer Direktor beim finnischen Fußballverband. Wieso haben wir keine talentierten Finnen hier beim FCZ? Ich habe nur 2 Jahre als technischer Direktor in Finnland gearbeitet. Deswegen ist das schwierig. 2 Jahre ist ganz wenig Zeit. Aber du musst vielleicht 5 Jahre warten und nachher kommt es. Das merken wir uns. Schnell zum Spiel, du hast die erste Halbzeit verfolgt. Wie sehr gefällt dir das Spiel? Es ist alles unter Kontrolle, ehrlich sagen. Aber vielleicht brauchen wir noch etwas die letzte Aggressivität, das wirklich die Gewinnermentalität. Und nachher wäre das einfach, einige Tore zu schießen. Aber es kommt gut, es kommt sicher gut. Wie gut würde sich Hannu Tiinen noch machen in der Innenverteidigung hier? Vielleicht die erste 5 bis 7 Minuten ganz gut, aber nachher ist die kaputt. Alles klar, vielen Dank, Hannu Tiinen.